Hallo und herzlich willkommen mit Reisende aus dem Universum. Ich begrüße euch recht herzlich zu Aliens vs. Keen. Ein Keen 1 Mod und wirklich viele Keen 1 bis 3 Mods hatten wir noch gar nicht gehabt. Ich glaube vielleicht 1, 2, wenn es hochkommt. Ich glaube es war tatsächlich nur ein einziger. Also die meisten haben eher ein Level Pack entsprochen. Von daher freue ich mich auf einen Mod und wie geil ist das denn? Aliens versus Keen. Ja, ich gehe mal davon aus, es wird ein bisschen blutiger als das normale Spiel, zumindest von der Optik her. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht großartig getestet, aber ich nehme mal an, es wird, naja, so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ich lasse mich mal überraschen und ja, ich freue mich, ich freue mich. Ich gehe mal auch davon aus, dass ich heute Abend streame, falls mein Fuß nicht zu sehr hier auf der Krankheitsschiene fährt und zu viele Probleme macht. Ja, so ein Bluterguss ist echt nicht schön. Oh mein Gott, das obligatorische Husten ist wieder da. So, ich würde mal sagen, wir starten ein neues Spiel und ihr seht schon, da wurde einiges anders gemacht. Und da ich nicht weiß, auf was ich mich hier einlasse, werden wir hier speichern. So. Wir gehen dann mal rein. So, oh mein Gott, was haben wir? Wir haben hier einen Xenodoof. Den ersten, den allerersten Xenodoof. Kann der kann hier hoch, oder? Der Xenodoof kann ja hier hoch. Wird er mir jetzt die ganze Zeit folgen? Ist das das Prinzip von dem Level? Dass er mir hier folgt? Oder kann er mir ab irgendeinem Punkt nicht mehr folgen? Okay, wir gucken mal gerade. Ich würde ihn ungern zurücklassen, den guten Xenomorph. Jetzt wäre ich fast darunter gefallen. Ich glaube, der kann da hoch. Ist aber gerade ein bisschen zu doof dafür. Kaum Xeno doof. Ich meine, Xenomorph, du schaffst das. Du schaffst das. Irgendwann schafft das wirklich und überrascht mich damit. Ja gut, ich kann jetzt ehrlich gesagt auch darauf verzichten, verfolgt zu werden. ehrlich gesagt brauche ich das jetzt nicht, verfolgt zu werden. Oh, er hat es rüber geschafft. Oh mein Gott, er hat es rüber geschafft. Mit dir noch richtig spannend. Never mind. Gedacht habe, jetzt gäbe es so eine coole Verfolgungsjagd. Okay, das sieht so aus, als ob das ein Failure ist. Oh. Oh, oh, okay. Da kann man wohl offensichtlich komplett reinfallen. Wir haben noch keinen Schuss, ne? Ne, wir haben keine Schuss. Von daher ist es eher dumm, darunter zu gehen, weil ich gehe mal davon aus, dass auch der Facehugger tödlich ist. Ja, ja, huch. Was mache ich hier? Ja, es ist schon ein bisschen her, dass ich zuletzt mal mit dieser Steuerung zu tun hatte. Ich glaube, das letzte, was ich hatte, war Keen Extinction. Ich glaube schon. Ich muss sagen, bei Keen Extinction habe ich mich gar nicht so schlecht angestellt. Wir haben hier das, ein Keen 1 Mod, ist vermutlich auch kein Pogo, oder? Ja, wir haben kein Pogo. Keine Schuss und kein Pogo. Guter Start, guter Start. So, was haben wir hier oben? Nichts. Okay. Ich weiß nicht, wie schwer das noch wird. Das bleibt abzuwarten. Ich gehe mal davon aus, dass diese Dinger hier tödlich sind. Von daher, naja, gucken wir mal. So. Ich würde gerne in diesem Level noch ein Leben bekommen. So. Was ist hier? Wie? Ich möchte ehrlich gesagt ja jetzt nicht runterspringen, weil ich sehe nicht, wo ich dahin springe. Das ist ein bisschen blöd. Das sind auf jeden Fall Punkte. Aber ohne Pogo komme ich da doch gar nicht mehr hoch, oder? Geronimo Röder. Oh. So viel zu Geronimo Röder. Okay. Das ist super Backtracking.
Das lassen wir mal lieber. So gut komme ich mit der Sprungsteuerung dann doch nicht zurecht. Weil die ist gar nicht mal so easy, die gute Sprungsteuerung hier. So, will ich mir die Punkte da unten holen? Oh Mann. Ich mache echt viel Unsinn. Da unten hat man auch so ein Ei gesehen. Das ist richtig cool irgendwie. Ich muss aber sagen, der Stil gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich finde dieses Dunkelblau mit diesen Orangeroten, das beißt sich ein bisschen. Möchte ich mir die Punkte da unten holen? Naja, komm hier. Ich weiß eh nicht, wie lange ich noch spiele. Das gab, denke ich, auch ganz gut Punkte. Wir können halt leider nicht da hoch. Mit den Pogo könnten wir da hoch. Naja, gibt schlimmere Sachen. Gibt schlimmere Sachen. Ich bin mal gespannt, wie cool das noch wird. Und vor allem, wie schwierig. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, was hier was ein Replacement ist. Eieieiei. Ja, das ist gar nicht so einfach mit der Steuerung hier. Jeder, der Makin 1 bis 3 gespielt hat, weiß, dass es mit der Steuerung gar nicht so einfach ist. So, jetzt muss ich nur noch da lebend vorbeikommen. Na komm, auf den einen Punkt pfeifen wir da jetzt. Hat das überhaupt was gebracht? Hat mir das Schuss gegeben? Nö. Das hat mir jetzt echt nicht viele Punkte gegeben, das auf der linken Seite. So. War es das schon oder kommt hier noch ein Xenomorph? Der andere Xenomorph hat sich ja in die Tiefe gestürzt. Ich hätte es cool gefunden, wenn er einen die ganze Zeit verfolgt hätte. Das hätte ich ganz cool gefunden. Okay. Geht's hier direkt weiter? Scheinbar. Gehen wir erstmal nach links. Diese Dinger da. Oh. Jawohl. Ein Leben. Ein Leben. Das werden wir gewiss noch benötigen. Also ich gehe mal fest davon aus, dass ich das Leben benötigen werde. Weil ich habe keine Ahnung, auf was ich mich hier einlasse. Oh. Oho, hallo. Wen haben wir denn da? Kann das Ding hier runter? Interessant. Oh, das hätte er sogar darunter gekommen. Das war ganz schön knapp. So, wir haben die ersten Schuss. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schuss die einzelnen Xenomorph benötigen werden. Wir werden es, denke ich, erfahren. Jetzt bin ich ein bisschen sehr vorsichtig. So, können wir da hoch? Nee. Okay, ich gehe mal davon aus, wir werden irgendwann mal den Pogo bekommen, wie im Original. Kann aber auch sein, oh, you hear in your mind. Oh. Das hätte man eigentlich mal ändern können, mal abgesehen von der Schrift. Also mit der Schrift finde ich ganz cool, aber die Nachricht hätte durchaus eine andere sein können. Kann man da hin? Nö. Okay. Diese Sterne sind nicht tödlich, oder? Nee. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn die tödlich gewesen wären. So. Tja, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich muss sagen, es ist aber nicht schlecht gemacht. Ich habe schon deutlich schlechtere Dinge gesehen. Da kommen wir nicht durch. Wir haben keine Keycard dafür. 15 Schuss. Wieso habe ich das nur das Gefühl, dass ich das brauchen werde? Duken! Ich glaube, wir kommen da auch nicht so. Ja, geht nicht. Okay. Gut, hier unten ist sowieso offen. So, warum habe ich das Gefühl... Ah, ja. Hallo, mein kleiner Freund. Kann das Vieh überhaupt springen?
Oder slice das nur so da drüber. Offensichtlich kann das Ding hier nicht springen. Jetzt überlege ich, für was das Replacement sein könnte. Naja, wir haben ein Level geschafft. Das ist ganz nett, weil dann speichern wir hier mal. Ja, ich möchte das speichern und ich kann hier jederzeit weitermachen. So. Okay, diese normalen Pflanzen hier, die scheinen nicht tödlich zu sein. Zumindest sieht es aus wie Pflanzen. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, ich muss von woanders kommen. Ich habe keinen Schimmer. Oder kann ich mich hier durchbacken? Nein, nein, wir fangen hier gar nicht an, mit hier rumzubacken. So. Eine Keycard für die Tür da. Wir haben 35 Schuss, das ist eine Menge. Oh. Ich wäre, glaube ich, fast gestorben. Jetzt ist die große Preisfrage, ist das da links tödlich? Ein Pfeil, der danach da unten zeigt. Ich gehe mal davon aus, dieses Ei ist das Replacement für den Clap-Dingensbummens. Ich glaube, da ist Clap-Clap. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ein Pogo. Ich habe erst gedacht gehabt, das wäre hier tödlich. Das wäre jetzt nicht so super gewesen. Aber ich glaube, es soll einfach nur ein anderer Pogo sein. Es ist sowieso ein bisschen zu hinterfragen, warum da ein Pogo liegt. Das dürfte wieder tödlich sein. Was ist das hier? Geronimo Röder? Da ist auch noch so ein Ding. Muss ich da vorbei? Sieht so aus, als ob ich da vorbei könnte. Es ist halt die Frage, was machen diese Dinger da? Töten die mich oder muss ich da nach links unten? Da links unten weiß ich aber auch gar nichts, was da ist. Okay. Ah. Geronimo. Ah, hier ist gar nichts. Punkte. So. Tja, bei Keen 1 üblich können wir im Level selbst nicht speichern. Naja, you can save the game only on the world map. Okay, dann Geronimo. Oh. Interessant. Man kann jetzt leider nicht nach unten gucken. Okay, ich glaube, das ist mir zu riskant. Okay, ich habe es vermasselt. Ist da wieder rechts irgendwas? Da ist rechts irgendwas. Okay. Interessant. Da kann ich hoch. Aber was ist hier unten? So ein Vieh. Ich habe keine Ahnung, wie viel das aushält. Oh. Ja, das ist natürlich nicht so gut, weil ich jetzt nicht weiß, wo das da unten ist. Oh Mann. Ah, hier könnte ich rein theoretisch gucken. Ja, okay. Dieser Weg ist für uns offensichtlich erstmal versperrt. So, dann gucken wir mal, was da ist. Vielleicht wartet da nur der Tod. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so eine Trollscheiße. Okay, das bounced uns ja nur. Interessant. Interessant. Mal abgesehen von so ein paar kleinen Anzeigebugs finde ich es eigentlich ganz gut. Auch wenn ich leider Gottes nicht weiß, was hier alles tödlich ist. Wie viele Lebenspunkte, genau. Wie viele Lebenspunkte haben wir? Wir haben 5. 5. Okay. Kommen wir hier komplett ganz wieder hoch? Das ist eventuell für später wichtig. Oder... Okay.
Das ist wieder so ein Bounce-Dingenskirchen. Oh, habe ich jetzt das Level irgendwie beendet? Ist das Ding da tödlich? Nö. Okay, hier ist das Level tatsächlich bereits zu Ende. Interessant. Okay, was machen wir? Was machen wir? Ist hier unten ein Level? Ist das hier ein Level? Es ist schwer zu sagen, ob das nicht vielleicht einfach nur ein Stein ist. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch kein neues Level betreten gerade. Wir gehen einfach mal hier hin und ich würde mal sagen, wir speichern hier unter 9 ab. Das wird unser Hauptspeicherpunkt. Die Frage, will ich nochmal gucken? Ich meine, ich habe ja nichts zu verlieren. Wir gehen mal zurück zu Title. Shikadi, Mann. So. Yay, ich bin Erster. Continue. War das eins, worunter ich gespeichert hatte? Weil dann jetzt können wir nochmal gucken. Ich meine, wir haben das Level beendet. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich will nochmal gucken, was da sonst noch ist. Jetzt kann ich mir nämlich auch erlauben, ein bisschen rumzufailen. Und ein bisschen gucken. Wir holen uns natürlich auch mal hier den Pogo. Weil, wenn er hier ist, werden wir sicherlich ihn an einigen Stellen benötigen. So. Möchte ich mir das mal antun? Da waren nur Punkte. Ich möchte hier tatsächlich mal rüberspringen. Was gar nicht so einfach ist. Okay. Hier ist eine grüne Tür. Hier geht's weiter. Interessant. Das ist nicht tödlich. Was erwartet uns hier? Ein Alien. Das ich verfehle. Hat das überhaupt irgendeinen Effekt gehabt? Oder ist das Vieh unkaputtbar? Jetzt können wir leider nicht mehr weiter gucken. Schade. Auf jeden Fall übersteht es einen Schuss. Das da, hier, das da wird ein gewisses Umbringen. Das sieht schon so umbringmäßig aus. Jo, ach so, netter Freund. Ich wollte jetzt testen, ob wir den anderen hier ausschalten können. Aber solange der das Vieh da rum... Ich glaube, das hier soll ein Chestbuster sein. Bin mir aber dahingehend echt unschlüssig. Not used. Not used. Interessant. Okay. Können wir vielleicht hier sehen, was da links da oben gewesen wäre? Vielleicht finde ich das auch noch. Okay. Jede Menge Dinger, die einen umbringen. Oh Gott, nee. Den Sprung... Ich hab voll Schiss. Okay. Den Sprung schaffe ich allerdings nicht. Okay. So, das Ding schubst einen ja notfalls in den Tod. Notfalls in den Tod. Ich bin auch ein Witzbold. Es ist okay von der Schwierigkeit her. Es ist nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer. Haben wir einen Facehugger. Eventuell konnte man sich auch einfach nur diesen Weg hier sparen. Ja, genau, okay. Man konnte sich den Weg hier einfach nur sparen. Was ist hier? Da gucken wir mal gerade hier. Facehugger und Punkte. Interessant, interessant. Ich finde es ja eigentlich ganz cool, was er hier draus gemacht hat. Ich möchte es ein bisschen entdecken, also... Ich glaube, das kann man verstehen, dass ich... Oh. Interessant. Ja, back dich mal nach unten. Finde ich vollkommen in Ordnung. Dann kann ich nämlich hier hoch.
und gucken, was hier auf uns wartet. Das Ding ist runtergefallen. Jetzt können wir auch mal gucken, ob man das Ding so ausschalten kann. Kann man nicht. Oh, dieser Sprung wird gar nicht so einfach. Ja, ich weiß, ich zerstöre gerade eure Ohren. Ich glaube, ich komme da nicht mehr raus, oder? Ja. Ich gehe mal davon aus, man hätte hier dann einen Weg hoch zur Tür gefunden. Und wahrscheinlich auf dem Weg eine Keycard. Und es sieht so aus, als ob es in diesem Level noch ein, zwei andere Sachen zu entdecken gibt. Weil unten rechts wäre auch nochmal so eine grüne Tür. Und ich würde mal sagen, ich lasse euch die Entscheidung, weil ich habe jetzt praktisch einen Speicherstand, wo ich die beiden Level geschafft habe. Und einen Speicherstand, wo wir dieses Level weiter, naja, entdecken können. Von daher überlasse ich euch das, also diese Entscheidung. Und ja, wenn ihr Interesse habt, kann ich das gerne weiterspielen. Ich muss zugeben, ich finde es eigentlich ganz cool. Und ich werde es vermutlich auch dann weiterspielen. Ich werde dann aber dann wahrscheinlich bei den normalen Leveln dann weiterspielen. Weil es kann halt sein, dass es jetzt hier immer passiert. Und dann muss ich hoffen, dass ich nicht irgendwie runterfalle. Und mal gucken, mal gucken. Ich sehe gerade da oben, hätte ich da reinlaufen können? Ich glaube, von der Hitbox hätte es geschafft, dass ich da aus Versehen reinlaufe, beziehungsweise reinspringe. Naja, lasst mir aber auf jeden Fall mal eure Meinung da, ob ich das Level das nächste Mal erkunden soll oder dann die nächsten Level zeige. Ansonsten, Link ist wie immer in der Beschreibung. Könnt ihr auch gucken, was sonst noch so in diesem Level auf uns gewartet hätte. Und dann würde ich sagen, bin ich raus, grüßt mir die Sonne und macht's gut.